Ja, apropos super bereit. Wir sind jetzt auch super bereit, dieses Destiny-Video zu vertonen. Und ich muss gleich mal am Anfang fragen, hast du das Video aufgenommen? Weil der Typ, der das aufgenommen hat, schießt genauso schlecht wie du. Du weißt genau, ich lasse aufnehmen und insofern bin ich auch nicht schuld dran, wenn hier mal daneben geschossen wird. Aber es geht ja auch nicht darum, die Skills des Spielers zu bewerten, sondern das Spiel selbst. Es handelt sich also um die Beta von Destiny, die jetzt läuft. Und auf welcher Konsole wurde das gezockt von dir? Das wurde auf der PS4 gezockt hier. Jo. Und die PS3 lief ja zeitgleich, die Xbox One und Xbox 360 Beta hat ja ein bisschen später gestartet. Und hau's doch gleich mal raus. Ist das Ding jetzt wirklich die neue Online-Offenbarung oder nur in Anführungszeichen ein weiterer guter Shooter? Sagen wir es so, ich bin angefixt. Also wirklich. Man kann jetzt klar noch nicht sagen, wie es im Endgame aussieht. Es ist ja im Grunde ein MMO-Shooter und da ist natürlich wichtig, wie es auf der Maximalstufe aussieht. In der Beta konnte man halt nur bis Level 8 zocken, aber das hat schon sehr viel Spaß gemacht. Und wie funktioniert das Grundprinzip? Also weil ich höre immer irgendwie, keine Ahnung, andere Spieler können meiner Welt beitreten und es ist alles irgendwie auch wie so eine Online-Welt, in der ich rumballere und so. Wie ist denn das alles unterteilt? Sind das Instanzen? Ist das eine offene Welt? Wie funktioniert das? Also eine richtige offene Welt gibt es nicht, die man so von Planet zu Planet bereisen kann. Es ist vielmehr so, man hat eine Hubstadt, das ist der Turm. Da kann man alle anderen Spieler sehen. Und wenn man dann eben in den Orbit geht zu seinem Raumschiff, kann man halt einzelne Missionen anwählen. Und diese Missionen sind unterteilt in Story-Missionen, die kann man mit bis zu 3 Spielern machen, kann man aber auch meistens alleine schaffen. Dann gibt es Strike-Missionen, das sind ja Gruppenaufgaben quasi, die sind schon ein bisschen schwerer, da sollte man schon mit ein paar Leuten rumlaufen. Und es gibt offene Erkundungsbereiche, da starten dann so Events zufällig, man kann so ein paar kleinere Missionen annehmen, da laufen dann schon mal deutlich mehr Spieler rum. Und das findet alles auf einem Planeten statt oder im ganzen Weltraum? Es findet in unserem Sonnensystem statt, also bisher bestätigt sind Venus, Mars, Merkur, Uranus, Jupiter, nee Uranus gar nicht, Jupiter und Saturn und halt die Erde und der Mond. In der Beta war allerdings nur die Erde spielbar. Das spielt alles quasi hier im alten Russland. Das alte Russland, ja. Habe ich auch anders in Erinnerung, muss ich sagen. Er ist ein bisschen heruntergekommen, ist aber auch schon seit 700 Jahren völlig vernichtet von daher. Gibt es denn so etwas wie eine Handlung dann auch oder ist die dann arg im Hintergrund, weil es ja so ja, Online-Schießerei ist? Nee, es gibt schon eine Handlung mit Zwischensequenzen und allem Pipapo. Man spielt eben einen dieser Hüter. Das hat man jetzt in der Beta erfahren, dass die scheinbar so eine Art Unsterbliche sind. Also man wird wiederbelebt am Anfang. Und man muss eben die Welt oder die Menschheit vor der Dunkelheit retten, die gerade wieder stärker wird. Und das hat alles so einen leicht ja, religiösen Himmel- und Hölle-Touch. Und es gibt Upgrades, wie ich hier sehe. Es gibt Upgrades, ja. Es ist, wie gesagt, es ist ein MMO, es hat sehr viele RPG-Elemente. Man steigt im Level auf, man schaltet dadurch Upgrades frei. Sobald man ein bisschen bessere Gegenstände hat, also es gibt wieder so Gegenstandsstufen wie bei WoW oder Diablo. Und sobald die halt ein bisschen besser sind, können die auch im Level aufsteigen und kriegen dann auch Upgrades verpasst. Also es ist schon sehr viel RPG drin. Gibt es denn auch sowas wie ein Crafting dann? Also kann ich mir selbst eine Waffe basteln oder so? Man kann tatsächlich momentan Materialien sammeln, allerdings kann man die bisher nur bei einem Händler eintauschen. Ich weiß nicht, ob es dann im fertigen Spiel dann auch irgendwie selber basteln gibt. Das ist zumindest jetzt in der Beta noch nicht drin. Gut, und über Online wird es ja auch wahrscheinlich 1000 Milliarden Patches, Updates, Add-ons und so weiter geben, weil das ist ja auch angelegt wie ein großer Service, das Spiel, und weniger wie ein einmal rauskommendes Spiel und fertig ist die Möhre. Genau, es sind jetzt schon 2 DLCs angekündigt, die kurz nach Release oder zumindest in den ersten Monaten nach Release rauskommen. Und die Entwickler haben auch vorher schon gesagt, dass sie das Spiel auf mehrere Jahre angelegt haben. Also das wird noch eine Weile versorgt mit Patches und Updates und vielleicht wirklichen Add-ons, die man kaufen kann. Das hier ist jetzt zum Beispiel einer dieser Endbosse oder Zwischenbosse in so einer Strike-Mission. Der hat halt ein paar verwundbare Stellen, man muss auf die Beine schießen, dann wird so ein Kern vorne quasi sichtbar, auf den man schießen kann. Und das sollte man alleine gar nicht erst probieren, das hat keinen Sinn. Also da muss man ihn schon ein bisschen in die Flanke fallen, von beiden Seiten angreifen, sonst ist da schnell Sense. Technisch war auch alles in Ordnung soweit? Oder, also ich finde, es sieht auch ganz gut aus, das Ganze. Es sieht wirklich sehr, sehr gut aus, vor allen Dingen auf der PS4. Auf der Xbox One läuft es ja mit einer bisschen geringeren Auflösung, zumindest in der Beta jetzt noch. PS3 und Xbox 360 sehen erstaunlich gut aus. Ach so. Ja, also da holen sie schon noch richtig viel aus den alten Kisten heraus. Und ja, es ist jetzt nicht absoluter Next-Gen-Highlight-Überflieger, aber es sieht wirklich wunderhübsch aus. Und es ist ja aber auch so, dass ich nicht gegen die anderen Konsolen spielen kann, richtig? Richtig. Die Konsolen bleiben unter sich quasi.
also aus Fairnessgründen, so hat Bungie, glaube ich, erklärt. Ja, weil natürlich der PS4-Controller besser ist als der von der Xbox One oder so, keine Ahnung. Ich finde die Begründung auch ein bisschen lächerlich, aber mein Gott, sollen sie selber wissen. Was wir jetzt hier sehen, ist eines der beiden PvP-Schlachtfelder, die auch schon in der Beta drin waren. Das hier ist jetzt auf dem Jupiter-Mond, glaube ich, Europa. Mhm. Und das andere PvP-Schlachtfeld war halt auf der Venus. Also da war man dann schon mal auf einem anderen Planeten. Aber das sind halt abgeschlossene PvP-Schlachtfelder. Deswegen kriegt man da jetzt nicht so viel von der Planetenatmosphäre oder von der Story mit. Und man sieht sofort, dass die Herren mal irgendwann Halo gemacht haben, weil das ist schon sehr Halo. Ja, das erinnert sehr, 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 sehr stark an Halo. Es hat halt logischerweise auch noch diesen Borderlands-Touch, weil du halt auch, ja, wenn du besser ausgestattet bist, bist du halt besser und du hast halt auch Spezialattacken. Aber es ist recht kurzweilig. Also summa summarum würde ich mal fast sagen, auch wenn es erst eine Beta ist, klingst du fast schon euphorisch für deine Verhältnisse. Und ja, für meine schon. Das könnte wohl tatsächlich so toll werden, dass Destiny, wie es Activision einem immer erzählen wollte. Ja, also ich glaube, der erste Story-Durchlauf wird ein absolutes Highlight dieses Jahr. Ob es dann eben im Endgame weiterhin Spaß macht, muss man noch sehen. In diesem Sinne, allen viel Spaß, die auch die Beta spielen. Zone A verloren.